Ja, meine Lieben, hier ist wieder DJ The Forest Axt. Und wie ihr wunderbar auf dem Bildschirm erkennen könnt, ja, das ist The Forest in der neuen Version 0.07. Wir legen auch gleich los. Es hat ein paar neue Änderungen gegeben. Ja, ich sag mal, Items haben wir diesmal einen ganzen Haufen. Ich zeige euch auch gleich direkt mal die Änderungen. Und ich sag mal, ja, wir werden aber den Flugzeugabsturz überspringen, da gibt es wirklich nichts Neues, das ist alles beim Alten. Ja, da hat sich nichts geändert. Ja. Ja, ein bisschen Absturzsound muss auf jeden Fall sein. Ich sag mal, grundlegend sind ein paar Anpassungen vorgenommen worden. Grafische Anpassungen, die jetzt nicht wirklich, was sage ich hier, Landschaftsanpassungen, die jetzt nicht wirklich was zur Sache tun. Höhlen sind ein bisschen, also manche Höhlen sind ein bisschen anders. Areale sind ein bisschen anders. Ist jetzt wirklich nichts Aufregendes, aber schön anzugucken. Wir plündern hier. Bevor wir tatsächlich loslegen, plündern wir hier ein paar von diesen Koffern. Ja. Wir nehmen auch reichlich Material direkt mal mit. Ja, sieht hier folgendermaßen aus. Es kam auf jeden Fall das eine oder andere hinzu. Auch zwei neue Tiere. Die werde ich euch dann in Kürze zeigen. Wir haben hier auch neue Sounds. Ja, die Sounds sind hier jetzt zum Beispiel, wenn Gegner kommen oder beim Gänsesee. Der Sound beim Gänsesee, ich sag mal, ist ziemlich ja, angenehm ruhig gehalten. Ja, ist nicht irgendwie aufregend. So, direkt mal die Beeren gefressen. Ein Vögelchen. Ja. Ja, es gibt auch, sag ich, außer den angepassten Landschaften noch eine ganze Handvoll neuer Änderungen. Zum Beispiel haben wir hier auch, dass die hungrigen Kannibalen, die haben jetzt auch ein Männchen dabei. Hasenkäfig funktioniert, ist getestet. Ja, ich weiß, muss ich ganz ehrlich und offen zugeben, ich weiß leider noch nicht ganz, wie dieser Hasenkäfig wirklich funktioniert. Ich habe einen Hasen umgebracht, der wollte sich nicht reinlegen lassen. Lebendiger Hase verfängt sich da drin nicht wirklich. Ja, und ich sag mal, ich habe es natürlich probiert, wie gesagt, mit einem umgebrachten Hasen aus dem Inventar. Und da ging dann nichts, den habe ich dann wieder weggepackt und hab dann direkt meinen Lurch gejagt. Ja. Und plötzlich hab ich einen lebendigen Hasen in der Hand gehabt. Ja. Den konnte ich dann nett und putzig hier mal reinsetzen. Ich sag mal, wisst ihr was, wir probieren das einfach mal aus. Ist auch jetzt ganz neu dabei. Die Seiten hier oben sind auch mit Icons versehen. Da verbirgt sich dahinter aber nichts. Ja, da kann ich klicken und drücken. Das hilft alles nichts. Neu ist auch hier am Feuer. Ja, da gab es scheinbar eine Limitierung, dass nicht unendlich viele Tiere gegrillt werden können. Das ist jetzt behoben und oder soll jetzt behoben sein. Und die Tiere werden immer unterschiedlich aufgelegt am Feuer. Ja, ich baue hier auch direkt mal so ein Feuerchen. Benötigen noch ein paar Steinchen. Haben wir gleich. Sag ich ja. So, gucken, ob sonst noch wo ein paar Steinchen liegen. Oh, nee.
Ja, das mit hier der modernen Axt, das ist auch so eine Sache, ne? Wenn ich die hier nehme. Ja. Wenn sich die hier jetzt nehmen lässt. Ja, die ist noch immer auf jeden Fall unsichtbar. Auch im Inventar ist die unsichtbar. Ja, ich lege mir auch eine Rüstung an. Rüstung jetzt ganz neu, wie ihr seht, ist visuell, ist hier eine Unterstützung vorhanden. Ja, das ist auch ganz neu mit Version 0.07b. Ja, wenn die Zeit kommt, brate ich mir hier einen Lurch. Was wir auch neu dabei haben, ist hier die mittlere Unterkunft, Medium Unterkunft. Ja, das ist ein ganz schräges Teil, muss ich ganz ehrlich und offen zugeben. Ach, das bauen wir hier ein bisschen in Nähe, wo wir auch ein paar Bäumchen haben. Muss nicht so weit laufen. Ja, einfach mal hier hingestellt. Und jetzt denke ich mal, gehen wir es an. Ja, ein bisschen was abholzen. Zwischendurch. Das ist in Ordnung. Ja, im Flug abgefangen das Ding. Hier kann man richtig gut sehen. Ja, ist so Holzhälften. Ich denke mal, da muss. Ja, hier ist noch ein Baumstamm. Er bäumt sich hier richtig mir entgegen. So, ich muss natürlich auch gucken, dass wir in der Zeit bleiben. Ja, ich möchte ein Let's Play natürlich nicht allzu lang machen, das ist klar. Ja, Ausdauer geht ein bisschen runter, auch ganz neu, während wir hier aufladen. Hält man hier ein Item in der Hand, Feuer zum Beispiel, ihr merkt, das Schlagen ist hier signifikant langsamer. Ja, stecke ich das Feuer jetzt hier wieder weg, geht das um einiges schneller. Ja, ich sag mal, das am Anfang denkt ihr euch wahrscheinlich so, was denn hier los? Ja. Ja, komm jetzt runter. Und dass da überhaupt nichts langsamer oder schneller wäre, wir werden es merken. Vor allem, ich sag mal, ein bisschen später, kommt auch schon die erste Karawane, ein bisschen später werdet ihr es merken. Oh Mann, Mann, nicht mal in Ruhe bauen kann man hier. Bisschen später werdet ihr dann merken, dass das hier wirklich von der Geschwindigkeit massiv nach unten geht. Und ich sag auch mal hier in der neuen Version 007, Obacht, ja, die Kannibalen sind ja wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ja, die kommen hier immer in rauen Mengen. Die kommen hier wirklich in rauen Mengen und die sind ordentlich, die geben ordentlich Gas, das kann man wohl sagen, ja. Ich hatte hier wirklich teilweise schon meine Schwierigkeiten mit denen bisher. Das ist auf keinen Fall ist das zu unterschätzen, das Ganze. Ja, hier haben wir noch ein hungriges Weibchen. Ist auch jetzt, ich denk mal wirklich, das mit den Kannibalen ist hier wirklich eine ziemliche Aufgabe mittlerweile. Ja, es macht hier jetzt aber keinen Spaß. Ja. Ja, hier merkt ihr auch schon, dass die neue Bedrohungsmusik von den Kannibalen, ja, das ist wirklich eine ziemlich harte Sache mittlerweile. Ja, die kommen hier wirklich so zu 7, 8 Mann gleichzeitig.
Und die sind auch ziemlich, ich sag mal, angriffslustig, ja. Eigentlich möchte ich nur ein bisschen Zeug bauen. Aber das mit den Baumstämmen ist wohl so eine eigene Sache, wo auch immer die jetzt hin verschwunden sind. Gut, ich holz mal einen neuen Baum ab. Das hier wirklich, ich sag mal, vier Schläge braucht's bei den hungrigen Kannibalen. Ja, so viel kann ich euch sagen, da die laufen schon wieder rum. Vier Schläge bei den hungrigen Kannibalen und auch sonst, sag ich, ist mal ein bisschen Obacht angesagt, ne? Das war es hier mal gewesen, ne? Das hier auf jeden Fall ein bisschen ach du gute Güte. Ja gut, das hier immer ein bisschen ich zeige euch auch gleich mal direkt. Das war natürlich eine Schwachsinnsaktion von mir. Ja, das war eine Überschwachsinnsaktion von mir. Ja. So, ich lade auch direkt mal ein gespeichertes Spiel, ja. Da überspringen wir, ich sag mal, ein bisschen was. Aber ihr seht auf jeden Fall, die Kannibalen, die sind mit Vorsicht zu genießen. Das ist wirklich keine einfache Sache. Im gespeicherten Spiel habe ich hier auf jeden Fall schon die mittlere Hütte fertig. Und aber auch, das zeige ich euch in Kürze, was anderes. Es gibt ja im Prinzip, ich sag mal, insgesamt drei neue ja, Bauten, ja, also Dinge, die man bauen kann. Und in einem davon befinde ich mich gerade. Ja, moderne Axt, ihr seht hier, ist nicht zu sehen. In einem davon befinde ich mich gerade. Ja, das hier ganz neu. Hier ist ein Baum in der Mitte. Und ich gehe hier auch mal ganz vorsichtig raus. Ja, klappt nicht immer. Und ich zeig's euch, ja, in Kürze. Das hier übrigens, die mittlere Behausung, die hat, in der kann man auch speichern, die hat so eine komische Tür, die fällt hier, glaube ich, raus. Genau, die fällt hier, glaube ich, raus. Nach dem Speichern und Laden ist sie wieder an der richtigen Stelle, das hier alles ein bisschen buggy. Wir legen uns hier mal kurz schlafen. Ja. Das Segelboot im Übrigen, das ist hier zwar vorhanden, alles ist in Ordnung, sieht auch gut aus, aber nach dem Laden ist dann wieder weg. Ja. Hier neues Item, das ist der Steinhalter, Steinholder, wie auch immer man dazu sagen möchte. Kommen rausnehmen. Kommen auch wieder reinlegen. Ja. Das hier ist der neue Lockholder, der mobile. Den kann man hier durch die Gegend schieben. Funktioniert auch tadellos. Ich nehme hier mir einen Lock raus, lege es auch wieder rein. Das ist wirklich wunderbar. Findet man hier direkt auf. Hier ist die mittlere Hütte. Und hier findet man den Steinhalter und quasi den Sled, das ist der Schlitten, aber hier ist einfach, wir sagen, wir nennen ihn hier den mobilen Baumstammhalter. Ne? Ja, sonst gibt es an und für sich nichts Neues hier drin. Da soll was kommen. Ja, hier, das ist das Drying Rack.
So eine Halterung zum Trocknen, vielleicht für Klamotten oder ähnliches. Hasenkäfig funktioniert. Ich zeige euch das in Kürze. Ich hoffe mal. Und hier die Sitzbank, wenn man sich auf dieser niederlässt, regeneriert man Energie jetzt ab der Version 007 ein bisschen schneller. Ja. Da hat sich nirgends was verändert, einzig und allein oben. Ja. Ihr habt es vielleicht vorhin gesehen beim Durchblättern, ich komme jetzt direkt zu dem letzten neuen Gebäude. Ja, ist hier auch sehr schön zu sehen. Da sind wir auch rausgekommen. Das ist das Baumhaus. Ja. Benötigt hier, was war das? Ich denke mal 40 Baumstämme. Ja. 40 Baumstämme, das ist ganz nett. Den brauchen wir nicht, den kann ich an für sich. Der behindert uns auch immer ein bisschen beim Rauf- und Runterlaufen. Ja, so, nu ist das Dingens hier weg. Ich gehe mal rauf, das ist auch ganz nett. Einfach nur raufgehen. Ja, ist ganz flüssig, muss man nicht rumspringen, vielleicht zwischendurch ein bisschen. Und hier oben sind wir. Ja, kann man speichern, pennen kann man auch. Das ist hier wirklich ganz nett. Und wie ihr gerade gesehen habt, ein bisschen anfangs nach dem Starten des Spiels, da ruckelt das immer ein bisschen. Ja, hier vorsichtig runtergehen. Wenn man hier zu schnell runterläuft, macht es dann knack und man hat wieder ein bisschen Energie verloren. Hier haben wir auch schon einen Waschbär. Ja, neues Tier. Nur ist er weg. Ja, ich suche mir einen neuen. Da ist er. Die sind vielleicht zwischendurch ein bisschen schreckhaft, aber auf jeden Fall nette Tiere. Och, komm jetzt. Das war sonst bisher auch nie wirklich ein Problem. Die laufen hier an und für sich recht freizügig rum, das gefällt mir gut. Hier ist wieder so ein Vieh. Hier ist jetzt der. Da bleiben wir jetzt kurz dran am Waschbär. Ja, am Waschbären. Ja, es ist ein schönes Tier, ja. Ich sag mal, kann man jetzt hier auch umbringen, aber das bringt absolut gar nichts, ne? Jetzt macht das so komische Dinge. Ab und an putzen sich die Tiere ein bisschen. Das sieht ja dann ganz nett aus. Hier ist noch ein Waschbär, dann gucken die auch so nach oben. Ja, Vögelansammlungen sind ohne Ende. Das kann ich euch auf jeden Fall mal sagen, ja. Es hat ja wirklich zahlreich Vögel ohne Ende. Sind auf jeden Fall schöne, nette Tiere. Die Waschbären laufen auch ganz aufgeregt umher. Ja, wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall keinen von den Tieren umbringen. Keins von den Tieren, nicht keinen von den Tieren. So, Hermann Hasen. Ich halte jetzt einen blutigen Hasen in der Hand. Das ist immer ein bisschen so eine komische Sache. Oh, ich habe einen Hasen gefangen. Jetzt weiß ich, wie das geht. Den Hasen nachlaufen und ich sag mal auf E drücken, dann hat man so einen Hasen wirklich gefangen. Wenn ich den hier hab, kann ich den hier reinpacken. Am Icon erkennt man es mit C. Ja. Das Vieh ist dann auch, sieht dann auch ganz putzig aus. Ja, süßes Tierchen. Muss ich ehrlich sagen. So, ja. Ich denke mal, ich futter hier auch flott mal ein Riegelchen. Ja, es soll ein zweites neues Tier geben, das ist die Schildkröte. Ja, die Schildkröte, ich bin mir nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Ich sag mal, wirklich eine Schildkröte habe ich jetzt so noch nicht gesehen, außer die, die es schon gibt. Und ja, tatsächlich ist es so, dass die solche Tierpopulation ein bisschen stärker vorhanden ist, aber gleichzeitig ist auch so, wenn man vermehrt oder wirklich großartig auf Jagd geht, dass dann die Tierpopulation stark zurückgeht. Das heißt auch, dass keine Tiere vorhanden sind, ne? Ja, ich zeige euch noch ein neues Feature.
Das ist hier, wenn man was bauen möchte, zum Beispiel so wird hier die Blaupause rot, ne? Wenn das nicht geht. Hier kann ich nicht hinbauen, weil da ist ein Baumstamm im Weg. Ja, da wird die Blaupause rot. Ja. Genau. So, was wir hier noch nicht gesehen haben, ist den Kollegen von den hungrigen Kannibalen. Ja. Ich zeige euch aber noch was anderes in der Zwischenzeit. Wie gesagt, ein bisschen sind hier auch die Landschaftsformen verändert worden. Und das haben wir auch gleich hier vorne. Ja. Ist auch ganz neu. Einseitige Felsenpolygone. Ja, ganz eine nette Sache, bringt nichts. Hier zum Beispiel, ja, hier geht es schon los. Es ist auf jeden Fall abgeändert worden. Ja, ist auf jeden Fall die Landschaft hier. Es sieht alles ein bisschen anders aus. So sieht das hier von der anderen Seite wiederum aus. Ja, und ich denke mal, wir besuchen hier einfach schnurstracks mal den Gänsesee. Dann könnt ihr auch die neue Musik euch reinziehen, die es beim Gänsesee gibt. Ja, und ein neues Feature, bevor wir hier hinkommen. Sobald man hier, ihr könnt es jetzt gut erkennen. Sobald man hier die Musik des Cassette Players einschaltet, gibt es hier rechts in der Anzeige blinkt die Energieleiste auf. Ja, das heißt, sie wird aufgeladen. Ja, und schwupps ist Energieleiste nicht mehr blinkend. Das hier neu, damit man erkennen kann, okay, da wird jetzt die Energie aufgeladen. So. Ja, haben ein bisschen Nebelwetter hier. Ja, Musik ist auf jeden Fall sehr, sehr ruhig, sehr angenehm. Da kommen wieder ein paar Kannibalen, mit denen möchte ich jetzt nicht gerade rumstreiten. Ja, wenn, dann möchte ich euch maximal ein bisschen zeigen, wie hier die männlichen Kollegen von den hungrigen Kannibalen aussehen. Und ja. Sag mal, dazwischen gucken wir uns noch was an. Ja, wir laufen hier wieder mal bei unserer Festung vorbei. Kleine Festung, bisschen was gebaut. Ja, legt euch auf jeden Fall eine gute Taktik zu, was hier die Kannibalen betrifft. Mit denen ist wirklich nicht gut Kirschen essen. Ja, hier seht ihr auch ein bisschen ist die Landschaft auch hier verändert worden. Hier war vorher mal nicht wirklich ein Hügel, jetzt haben wir einen Hügel. Ne? Ja, Wässerchen wie immer ganz schön, gefällt mir gut. Wir gehen auch mal direkt in diese Höhle hier hinein, wo wir auch vorhin mal gestorben sind. Das hat auch einen bestimmten Grund, ja. Nehmen wir mal die Leuchtpistole, jetzt reicht's mir dann endgültig. Nee, kann ich nicht.
gibt hier nicht wirklich, schießt hier nicht wirklich. Hier haben wir einen Felsen, der war vorher nicht da. Ja. Das ist jetzt alles ein bisschen anders. Tisch steht auf jeden Fall noch hier. Mit ein bisschen Klamotten an bei. Aber Punkt ist hier, da ist auch einiges verändert worden. Ja. Mal festgehangen hier. Ne? Da knallt mir direkt eine in den Latz rein. Ist auch nicht schön. Hier hänge ich jetzt wieder ein bisschen fest. Ja. Ja, ist alles auf jeden Fall ein bisschen verändert worden. Ja, den männlichen Kollegen hier von den Hungrigen, den suche ich auf jeden Fall gerade noch. Ja, Leuchtpistole ist auf jeden Fall auf dem Segelboot noch vorhanden. Und ich denke mal, wir laufen hier einfach mal ein bisschen in der Gegend rum. Gibt's für euch dann auch direkt mal ein Update. Dann zeige ich euch den anderen Ort von der Leuchtpistole. Hm? Es ist ja auch, ja gut, jetzt habe ich natürlich euch nicht in der Ankerhöhle gezeigt. Die Leuchtpistole liegt aber immer noch dort beim Piloten. Und Platz Nummer 2, ja, den zeige ich euch dann auch gleich von der Leuchtpistole. Die sind beide noch vorhanden. Es sind auf jeden Fall Items, sind haben sich jetzt nicht bewegt. Oder irgendwo sind auch keine verschwunden, keine neu hinzugekommen. Da hat sich wirklich nichts geändert. Ja. FS haben wir auch noch immer. Die wir bisher schon gehabt haben, genauso wie sonst auch alles an Bäumen und Zubehör. Ja, hier wird schon wieder abgekreischt. DJ Axt Kreisch Session. Ja, ich überrasche euch mal und lauf vorbei. Und tschüss, meine lieben Kollegen. Ja. Ja, ja, da sind wir rausgekommen, denke ich mal. Irgendwer regt sich hier schon wieder maßlos auf, ja, über unsere Anwesenheit. Ich laufe hier wie ein Bekloppter durch die Gegend. Ja, wie gesagt, hier und da gibt es ein paar landschaftliche Anpassungen. Das Spiel läuft auf jeden Fall ordentlich flüssig dahin, bis auf den üblichen kleinen Rucker, den man hier... Ja, ich bin jetzt, denke ich mal, irgendwo langgelaufen. Bis auf den kleinen Rucker, den man anfangs ja ohnehin schon kennt. Ja. Und ich sag, die Änderungen aus dem neuen Patch, die sind auf jeden Fall ordentlich. Darf man sich nicht beschweren, das gefällt mir gut. Ja, ja, was gibt's noch Neues? Das Brennen, ja, ich sag mal, Bäume und Büsche, allerhand Pflanzen, die brennen jetzt angeblich ein bisschen länger oder überhaupt ein bisschen heftiger. Und die haben auch so einen netten Glüh-Effekt dabei. Ja, ich zeige euch das nachher auch mal kurz. Das sieht ganz nett aus. Das sieht hier aus wie diese roten Pflanzen, beziehungsweise es sieht aus wie, als ob die Pflanzen, die man verbrennt, die zu diesen roten Pflanzen werden würden. Ja. Ja, Mensch, der schnauft hier sich zu Tode. Ja, hier drüben sind wir auch schon. Denke ich mal, irgendwann muss ich hier lang. Ja, nee, genau.
Wir müssen wir runter, beziehungsweise rüber. Ich gehe immer den schönen Weg über diesen Hügel hier. Wir würden uns auch schön von oben ganz problemlos. Oh, ich habe nichts mehr zu essen. Ich meine, ich müsste mal was essen. So. Ja, hier haben wir unser. Ja, hier haben wir das kleine Wässerchen und direkt hinterm Wässerchen liegt auch schon der Pilot. Ja, Pilot, Leuchtpistole. Wässerchen. Wässerchen, Pilot, Leuchtpistole. Ja. Ich nehme auch direkt mal die Leuchtpistole wieder mit. Ja, ihr seht, ist eigentlich alles beim Alten wie immer. Hat sich nicht wirklich was verändert. Ein bisschen was neu zu bauen ist hinzugekommen. Wie gesagt, das gefällt mir gut. Ja, grafisch hat sich nicht wirklich was verändert. Ich denke mal, ein paar neue Items in den Höhlen gibt es auch. Ja. Einige kleine Fehler wurden behoben. Ja, Landschaft wurde umgestaltet. Und wir haben immer noch keinen männlichen Kollegen von den Hungrigen gesehen. Das geht mir ein bisschen auf den Nerv. Aber ich denke mal, wenn wir noch ein bisschen rumlaufen, finden wir vielleicht einen von denen. Das mit den Hasen habt ihr gesehen. Die Energieleiste, die blinkt auch ganz schön, wenn man einen Cassette-Player anmacht. Genau, das Brennen wollte ich euch noch zeigen. Zuerst gucken wir mal hier. Sich auch nicht signifikant wirklich was verändert. Sonne geht auch schon wieder unter. Ich denke mal, diese hungrigen Kerle, die tauchen hier hauptsächlich eher irgendwo auf, wo es doch ein bisschen Sand in der Umgebung gibt. Also es das heißt an Stränden und ähnlichem. Ja. Ja, wir laufen wieder mal komplett bescheuert in der Gegend rum. Ja, sagen wir, das waren auf jeden Fall vorhin die ersten, aber beim ersten Spieledurchlauf waren das vorhin die ersten, die dahergekommen sind. Jetzt kommt irgendwie von denen keiner. Ja, ist alles weniger, bisschen weniger blutig. Mal gucken. Ja. Die Hungrigen sind natürlich immer blutig, ne? Von oben bis unten angeschmiert. Aber ich denke mir, trotz dessen, dass die Energieleiste, ich meine die Leiste für die Ausdauer, ganz nach unten geht, läuft er ganz ordentlich hier ein Stückchen lang. Ja, ich habe auch sonst keine Fehler bisher bemerkt. Die irgendwie auftreten könnten. Oder üblicherweise auftreten, wie man es aus The Forest kennt. Ist eigentlich alles im, sag ich, ganz angenehmen und ordentlichen Rahmen. Ja, wir sind auch schon direkt wieder, denke ich mal, am Strand angelangt. Ja, ist komischerweise ist kein reges Gegneraufkommen mehr vorhanden. Ja, doch. Ist jetzt aber wieder einer von den normalen. Unter anderem findet man jetzt in Höhlen. Ja, in den Höhlen findet man nur mehr die normalen Kannibalen und auch die Mutanten. Ja. Hungrige Kannibalen werden sich in den Höhlen nicht vorfinden. Das ist jetzt das auch in den Patch Notes vorgekommen. Beziehungsweise fand dort auf jeden Fall Erwähnung. Ja gut, hier tut sich nicht mehr viel. Ja, wundert mich ein bisschen, dass hier jetzt keiner von diesen komischen Kannibalen vorbeikommt, von diesen hungrigen männlichen. Aber gut, wir basteln hier auch mal direkt diese Cocktails. Und dann demonstriere ich euch das mit den Pflanzen. Das sieht hier wunderbar aus. Ja, hier.
Und die haben jetzt auch so, ich sag mal, Sprüh- und Funkeleffekte anbei. Und ihr seht hier, das verglüht hier richtig, ne? Sieht hier aus, als ob die zu diesen roten Pflanzen werden würden. Ja. Ja, ich sag mal, die Leuchtrüstung, die haben wir jetzt nicht mehr. Ja, die haben wir nicht mehr, aber die kennt ihr, die habt ihr vorhin gesehen. Den Waschbären haben wir uns angeguckt und ich denke mal, auch die ganzen anderen neuen Änderungen sind auch anbei. Ja. Bis auf diesen einen hungrigen Kannibalen, ja. Der nervt mich jetzt wirklich. Dass der hier nicht auftaucht. Ja, sieht an für sich nicht wirklich so blutverschmiert aus. Wie das Weibchen dazu. Ist eher mehr ein bisschen so ein verkohlter Typ, ja. Oh, ja. Sonne schnell am Untergehen. Der Schattenwurf ist hier rasch zu erkennen. Das erleichtert das Drübergehen über diese Höhle oder an der Höhle vorbeigehen. Erleichtert das ungemein, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber verwundert mich tatsächlich. Ja. Kannibalen sind nicht gerade hier in reger Anzahl vorhanden. Hier nochmal das Baumhaus. Ja, wunderbar zum Raufklettern. Hier haben wir auch nochmal den Hasenkäfig. Mit dem Häschen drin eingesperrt, süßes Karnickel. Ja, kann's mir auch rausnehmen, hab's wieder in der Hand, stecke ich's wieder rein. Und du kommst auch noch gierig mal hinzu. Ja, haben wir zwei Karnickelchen drin. Ist nett. Ich möchte noch ein kleines Steinchen haben. Ja, Feuerchen brennt. Was ist das? Ein Karnickel. Ja. So, probieren wir noch aus. Ich habe ein Steinchen in der Hand. Oh ja, Untergang. Hier ist jetzt, es wird schon gleich dumper. So, zack, Steinchen weg. Und ich habe wieder die Axt in der Hand. Ja, das ist nach dem Laden auch gefixt. Das heißt, zur Axt wird immer wieder zurückgeschalten, wenn man hier auch nach dem Laden einen Spielstand wieder ranholt. Ja, das ist wunderbar. Ist sogar Instant-Wechsel, also sofortiger Wechsel. Ja, das gefällt mir gut. So, im Mondlicht schreite ich nun noch ein bisschen voran an den einseitigen Felspolygon. Ja. Ich gucke auch mal, was es sonst noch hier gibt. Und sehe ein paar wunderbare Container. Ich werfe ein Steinchen ins Wasser. Ja. Schattenwurf, wunderbar. Ich sag mal, das waren die Änderungen aus der Version von The Forest 0.07. Ja, alles Gute, alle Grüße und viel Spaß beim Spiel in der neuen Version wünsche ich euch. Ja, das war's mit dem weiteren Powerplay von DJ The Forest Axt. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.